Hi, ich bin Eda von Wally Schiebling und heute wollte ich euch die neue Nintendo Switch OLED vorstellen. Natürlich die Splatoon 3. Heute ist der 26.08. und heute ist die mit der Post hier hingekommen. Dann wollte ich euch die jetzt hier gerne zeigen. Das Spiel kommt erst am 9.09. raus, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber wenigstens die Konsole ist schon da. So, dann schließe ich sie mal auf. Da ist er. Genau verpackt. Schön. Hier ist ja einmal die wundervolle Vorderseite mit dem Inkling Girl. Man sieht es schon hervorragend mit den Farben. Die Seite. Andere Seite. Noch eine Seite. Und die verheerende Rückseite. Das ist wie immer mit denselben Daten, 64 GB, 7 Zoll Monitor, längere Akkulaufzeit, also an den Daten hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist halt eben nur in dieser Splatoon-Optik rausgekommen. So, den Umkarton erstmal weg. So, jetzt muss ich gucken, ist ja nicht meine erste, die ich hier aufmache, deswegen weiß ich schon, wie es schon klappt. So, trotzdem falsch rum. Moment. So, da ist er. Hier haben wir einmal den Monitor. Wie gesagt, 7 Zoll, wie immer. Aber hinten drauf die Prägung, die Inklings-Icons. Schön gemacht. So sieht man es am besten. Das sieht man natürlich nicht, wenn man sie zu Hause benutzt, aber als Handkonsole kann man dann sofort erkennen, dass man definitiv die Splatoon-Konsole in der Hand hält. So, die tun wir eben zur Seite. Dann haben wir hier den rechten Controller in mega coolen Farben. Lila-Violett im Verlauf. Natürlich auch mit Inklings da drauf, sehr schön gemacht, finde ich. Hier hängen wir jetzt auch sofort an die Konsole dran, wenn man die richtig rumnimmt. So. Da haben wir es auch schon. Finde ich sehr cool. So, die andere Seite, die linke Seite. Und auch wundervoll gemacht mit den Farben, mit dem Gelb. Ich glaube, das unten ist so ein Türkis. Auch mit den Inkling-Zeichen. Die Rückseite, die verheerende, in Weiß, mit ein paar Flecken. Wer weiß, was es ist. So, ich schmeiße mal eine Konsole dran. Und so sieht es im Ganzen aus. So. Ich finde, die sieht mega cool aus. Von der Rückseite her. Gut, die Rückseite. Man hätte vielleicht hinten die Controller in schwarz machen können. Aber ich finde das gut mit der Prägung. Ist mega. So, jetzt holen wir noch das Gelumpe hier raus. Ist nur noch Nintendo. Da ist es, was ich suche. Die Halterung. Naja, mit einem riesigen gelben Splatoon-Fleck links an der Seite, in weiß gehalten, mit der Prägung, Rückseite, auch nochmal mit dem Inkling-Prägung. Ich finde, das ist ein schönes Ding. Kann man die noch da reinschmeißen? Liebe natürlich. So. So wird sie dann aussehen, wenn sie dann bei euch im Schrank steht. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Ja.
Das war's eigentlich. Mehr ist da nicht drin, außer das Gelumpe hier, Stromkabel und so anderes. HDMI, Stromkabel. Ja, hier sind noch, wer es natürlich die Fernbedienung abmacht, hat dann natürlich dann diese Halterung auch in den Farben. Einmal gelb und einmal in lila. Wie immer halt. Und hier ist... was haben wir in schwarz gemacht? Hätte man auch ein bisschen schicker machen können. Ich kann jetzt noch die Dinger mal da reintun. Einen Moment. Man das als Controller. Ja, das war's eigentlich. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.